Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Nach einer Darmkrebsoperation ist es für Ursula Rigendinger noch schlimmer gekommen. Der Krebs hat auf der Leber eine Metastase, also Ableger, gebildet. Ihre Ärzte haben sie nicht mehr operieren. Ein hoffnungsloser Fall, hat es geheissen. Zum Glück hat Ursula Rigendinger weitergesucht und einen Spezialist gefunden, der ihr wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Die Ursula Rigendinger war 68 Jahre lang gesund gewesen. Das ganze Leben hat sie nie Medikamente genommen. Im März kommt sie notfallmässig in ein Regionalspital. Leider ergibt sich aus dem anfänglichen Blinddarmverdacht noch eine schlimmere Diagnose. Sie hat Darmkrebs. Es folgt eine Operation, doch der Krebs vom Darm hat Metastasen, also Ablecker, auf der Leber gebildet. Auf dem Bild vom Computertomograph sieht man dunkle Flecken auf der Leber. Es hat 4 grosse und einen kleinen Krebsherd. Der Ursula Rigendinger bleibt noch zwischen einem halben bis 2 Jahren. Ihre Ärzte wollen sie nicht operieren, nur noch ihr Leben mit einer Chemotherapie verlängern. Ich habe ja die ganze Welt offen. Ich will noch das, ich will noch studieren und ich will reisen und ich will Grosskind haben und ich will noch zu Berg gehen. Und ich habe noch ein paar Projekte. Und plötzlich merke ich ja, da braucht es ja Zeit dafür. Und die Zeit könnte ja kürzer sein, als ich meine. Und ich habe bis jetzt nie das Gefühl, meine Zeit sei begrenzt. Ich habe einfach ins Offen rausgelebt. Die Ursula Rigendinger geht aber nicht auf. Freunde lesen in einem Heftli von Professor Jan Schmidt, der erst gerade von Deutschland in die Klinik im Park gekommen ist und sich mit schwieriger Krebschirurgie von Leber- und Verdauungstrakt auskennt. Man hat mir gesagt, es ginge wahrscheinlich nicht. Ja. Weil zu viele Metastasen da sind. Aber ja. Ich bin natürlich glücklich, wenn das geht. Ja, das ist ein häufiges Problem, dass wenn man mehrere Metastasen findet, dass dann die Ärzte sagen, man kann da nichts mehr machen. Aber da lohnt es sich eben, da ganz genau hinzuschauen. Und in vielen Fällen geht es dann eben doch noch. Und bei Ihnen muss man sagen, geht es wirklich ohne Probleme. Also das ist jetzt nicht etwas, was jetzt super kritisch ist, sondern das kann man wirklich gut machen. Vor 20 Jahren sind Metastasen in der Leber ein Todesurteil gewesen. Heute hat man eine 30-60%ige Chance, das zu überleben. Allerdings nur mit der richtigen Therapie und einem erfahrenen Operationsteam. Der Jan Schmidt hat an der Uniklinik in Heidelberg in den letzten 10 Jahren ungefähr 3000 Leberoperationen gemacht. Das ist eine Fallzahl, die nur an wenigen Orten auf der Welt zusammenkommt. In den letzten 10 Jahren war das jetzt vorher auch im Jahr etwa 300 bis 400 dieser Leberresektionen. Das heißt eigentlich jeden Tag, jeden Werktag eine Leberoperation. Und dann sammelt man natürlich über einige Zeit doch erhebliche Erfahrung und sieht eben auch die Grenzen dessen, was man machen kann. Manchmal kann man die Grenzen auch verschieben. Das sehen wir eigentlich Jahr für Jahr, dass sich neue Behandlungsmöglichkeiten ergeben, neue Techniken. Da eine Operation, wo man Metastasen auf der Leber entfernt. Der Chirurg tut den Krebsherd in stundenlanger Arbeit mit verschiedenen Instrumenten entfernen. Die Herausforderung dabei sind die vielen Verästelungen der Blutgefäße in der Leber. Da, wo das Blut fließt, muss man abklemmen oder neue Bahnen künstlich lecken. Die Leber ist das einzige Organ im Körper, das wieder nachwächst. Darum macht es nichts, wenn man mal einen Teil wegschneidet. Kleinere Metastasen muss man heute nicht mehr rausschneiden. Mit so einer Sonde kommt man durch den Bauch, über feine Drähte leitet man Strom und tut den Tumor verkochen. In vielen Fällen gibt es doch Möglichkeiten, etwas zu tun. Vielleicht nicht in einem Eingriff, die Tumoren zu beseitigen. Manchmal muss man auch zweimal operieren oder andere Maßnahmen zu Hilfe ziehen, so wie das ja auch bei Frau Rigendinger der Fall gewesen ist. Aber es gibt heute so viele Möglichkeiten der chirurgischen und interventionellen Behandlung, wie wir sagen, dass viele Ärzte diese ganze Bandbreite nicht überblicken. Und deswegen denke ich, ist es richtig, dass man zweimal sich vorstellt, bevor man dann diese Entscheidung wirklich akzeptieren muss.
Nach der Operation macht man nochmal eine Chemotherapie. Das senkt das Risiko, dass der Krebs nochmal kommt. Die Folgen sind unterschiedlich. Der Ursula Rigendinger sind zwar die Haare ausgefallen, sie war müde und sie hat ein wundes Maul gehabt. Doch das hat sie trotz der Vorbehalte von ihren Ärzten vom Reisen nicht abgehalten. Gerade am ersten Tag auf diesen Kamel hatte ich schon das Gefühl, jetzt habe ich mich, glaube ich, überfordert. Da habe ich Muskelkater bekommen, und ich bin nicht so leistungsfähig. Aber nachher bin ich gelaufen und geritten und es ist wunderbar gegangen. Und ich bin besser zurückgekommen, als ich gegangen bin. Als Folge der Krankheit lebt die 68-jährige Frau heute ihr frisch geschenktes Leben noch intensiver. Man weiss schliesslich nie, wenn es zu Ende sein könnte. Jetzt kommt zwar zuerst noch mal eine Chemotherapie, doch Ursula Rigendinger ist zuversichtlich, dass sie den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat. Das wäre es bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen. Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.